Hallo YouTube-Freunde, hallo Filme-Freunde, ich bin's wieder, euer JK's Forever Norman. Und in diesem Video geht es um das Thema 90er-Virus. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe ja schon früher gerne Filme geschaut, weil ich so nett lief wie heute. Man sieht's ja hier, ich sitze hier vor meinem Anker-Schrank, Special Edition-Schrank. Früher habe ich dann das eher lieber bei Kumpels gesehen, im Kino, auf VHS. Oder auch mal heimlich im Fernsehen geguckt. Also Fernseher geht natürlich dazu auch. Bestes Beispiel wäre natürlich, wenn ich heimlich geguckt hätte, als Beispiel jetzt nur Armee der Finsternis. Ja, wer hat das nicht schon mal gemacht? Heimlich geguckt, Fernsehen, während die Eltern schlafen. Ja, es gibt hier allerdings eine Regel. Ich habe keinen Film hier drinne, wo der in den 88, 89 rausgekommen ist und ich in den 90ern gerne gesehen habe. Also das hier zum Beispiel nicht. Es kommt jetzt also hier kein Gremlins 1 vor zum Beispiel. Eher der Nachfolger. Als Beispiel genommen. Das ist meine einzige Regel jetzt hier gewesen. Und ich habe die Filme vielleicht jetzt nicht in dem Erscheinungsjahr gesehen, sondern vielleicht ein, zwei, drei Jahre später oder irgendwas. Die Filme habe ich eher nach dem Erscheinungsdatum, Erscheinungsjahr, besser so gesagt, geordnet. Also sprich 90, 91, 92, 93 und so weiter und so fort. So habe ich das lieber eingeordnet. Deswegen. Das waren auch schon die ganzen Informationen zu diesem Video schon mal hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr nach dem Video einen Kommentar da lässt einfach. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen ja auch gesehen oder habt auch Kindheitserinnerungen daran, wenn ihr es heimlich geguckt habt, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ich würde mich auch über ein Like freuen. Ganz natürlich würde mich freuen natürlich auf Abos. Ja, in diesem Sinne würde ich euch bei dem folgenden Video viel Spaß!